Yep. Hat es? Nimmst du schon auf? Ja. Guten Morgen! Ich sitze hier beim Rainbow und ich habe hier ein Geburtstagsgeschenk bekommen. Ich sitze beim Rainbow. Kannst du mal machen. Das war ein Rohkostkäckler. Das war gut! Nein! Das war gut! Guten Morgen! Ist es hier beim Rohkostpotluck? Ich komme gerade vom Rainbow und habe hier ein Geburtstagsgeschenk bekommen. Und da ich jetzt irgendwie heute nicht die Muße habe, ein Rohkostpotluck-Video zu machen, aber jeder irgendwie die Impression vom Rohkostpotluck vielleicht haben möchte, dachte ich mir, mache ich irgendwie ein Video. Und dann mache ich einfach ein Unpacking von einem Geschenk, was ich zu meinem Geburtstag erhalten habe. Christian Pörzel. Herzlich, reflektiert, sachkundig, intelligent, niveauvoll, charismatisch, passioniert, inspirierend, talentiert, tolerant, authentisch, ökologisch, realistisch, zuverlässig, eloquent und lebensverändernd. Hier? Wieso? Ah, klar! Da steht zu jedem Buchstaben von mir. Ja. Okay. Intelligent, ja, steht aber auch drauf. Naja, gut. Egal, und ein schönes Bild. Mit vielen Bildern. Und den Fuß von Jacqueline? Dieser Fuß von Jacqueline? Ja, weiß ich, aber es ist trotzdem der Fuß von Jacqueline auf meinem Geburtstagsding. Naja, aber dein Geburtstag. Okay, naja, egal. Schön. Dann gucken wir mal rein. Boah, Essen, Lebensmittel. Haare. Sehr geil. Haare sind immer gut. Ist das deine Haare? Ja. Sehr schön. Das ist der Zopf, wo wir mal drüber gesprochen hatten. Ah, okay. Sehr schön. Vielen Dank. Für deine Bread. Ja. Schön. Hast du die selber gemacht? Natürlich. Boah. Aus eigenen Äpfeln und Birnen. Die Sorte Landsberger Danziger Kaut. Danziger Kann. Und Kaiser Wilhelm. Boah, Apfelchips. Wow. 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 Echt. Das ist übrigens mein Kater. Ah. Nein. Und das, was ich vorsichtig verarbeiten muss, hast du gesagt. Ist das die Gläschen? Genau. Spekulatiusgewürz. Zimt, Nelken, Muskat, Ingwer, Kardamom und Pfeffer. Okay, warum vorsichtig verarbeiten? Was meinst du damit? Das sind Gewürze in pharmazeutischer Bioqualität und die sind mit denen im Handel befindlich nicht so ganz vergleichbar. Ah. Also da reicht eine Messerspitze und... Okay, pharmazeutische, wie kommst du denn so ein, na gut, okay, eine Frage. Ne. Ja, habe ich damals noch von meiner Apotheke gehen lassen. Okay, und da gibt es eine Apotheke, ich kann in die Apotheke gehen und sagen, ich möchte gerne 100 Gramm Oregano. Ich habe das über einen pharmazeutischen Großhandel bezogen. Ah, okay. Ich weiß nicht, ob die Apotheke das so verkaufen wird, aber ich habe es über einen pharmazeutischen Großhandel. Pitta-Gewürz, heißt das, dass mein Pitta reduziert oder mein Pitta steigert? Pizza-Gewürz. Ach so, ich dachte Pizza-Gewürz von dem Ayurveda. Nein, Pizza-Gewürz, okay. Pizza-Gewürz für Mediterranen. Weil ich bin mit Pizza als Konstitution. Also ja. Ich dachte, du hättest so weit gedacht, dass ich Pizza nein, bin. Okay. Man kann auch nicht alles erwarten bei so einem Geburtstagsgeschenk. Ich kannte deine Konstitution nicht. Und nochmal Lebkuchengewürz. Ach nee, Spekulatius-Gewürz und Lebkuchengewürz. Wir haben ja bald Weihnachten, falls du da irgendwas zubereiten Nelken, Muskat, Ingwer. Kardamom, Zimt, das ist dasselbe. Nein. Nee, Piment. Ja, Piment, Koriander unterscheiden sich. Und Ingwer. Und die Mengen unterscheiden sich aber. Okay. Die Mengen sind ganz streng geheim. Es ist ein uraltes Familienrezept. Von dir? Ja. Echt? Vom letzten Jahr habe ich. Ist okay. Auch nicht wirklich geheim, es ist veröffentlicht. Ach, ich würde gerne mal riechen. Also, das ist ja nicht vakuumfahr. Ja. Nee, kannst du. Darf ich auch mal riechen, ja. Bitte? Was riecht man jetzt? Oh. Jetzt wird es immer riechen, weil du hast mit deinem Nasenring hier ein bisschen nach mir geklaut. Ich lasse es da einfach stehen. Da. Ein Äpfel, die noch alles im Garten vermutlich. Ja, da, also schön. Das ist die Sorte Kaiser Wilhelm, ja? Die ich dir auch gedörrt habe. Und die Sorte Grahams Jubiläum. Ich hab's dir auch. Und was ist Graham und was ist Kaiser Wilhelm? Das schmeckt? Der rote ist Kaiser Wilhelm, das ist Grahams Jubiläum. Okay. Das sind jetzt auch Äpfel, die jetzt sind so Ende November bis Dezember sind die noch
Aber warte nicht, dass ich dir zum Geburtstag das schenke. Ich hasse Geburtstag. Christian, ich hasse Geburtstage auch. Ja, dann ist gut. Ich habe mich mit Link drüber unterhalten. Ja. Ich schenke nicht, um was zu erwarten. Okay, das ist gut. Ich verschenke das. Weil du gerne schenkst. Weil das ein Herzensangelegenheit ist. Und weil ich gerne Menschen, die ich sehr mag, die Freude bereiten. Das hast du definitiv. Ja, ach schön. Achso, wir haben ja noch Video. Da war ja was. Also, ja, das war das Rucko-Spotlight-Video. Ja, vielleicht mache ich noch was. Oder filmen wir wenigstens mal so eine Runde, dass ein bisschen was vom Rucko-Spotlight zu sehen ist. Bitte. So, einmal die Runde gedreht. Okay, tschüss. Ming nicht drauf. Also Ming ist nicht drauf.